Guten Tag, Frau Weser. Schön, dass wir Sie hier in den Ausstellungsräumen des Antiquariats begrüßen dürfen. Herzlichen Dank. Wie kamen Sie auf uns? Ja, ich bin in Schönbiegen geboren und mich trat es des Öfteren auch mit dem Rad unterwegs hier nach Bad Kreuznach, unter anderem in die Altstadt, in die Schöne. Und da bin ich durch Zufall auch hier in diesem wunderschönen Antiquariat vorbeigekommen und habe mich erkundigt nach einer Ausstellung und wundere, jetzt sitze ich hier und freue mich sehr darüber, das machen zu dürfen. Wir bereiten gerade Ihre Ausstellung Spektrum der Farben vor. Die Ausstellung beginnt am 4.6.22 hier in der Taberna Libraria. Warum Spektrum der Farben? Ja, weil ich es liebe, mit kräftigen Acrylfarben zu malen und auch in diese Farben einzutauchen. Das ist für mich Muse, Entspannung. Da kann ich abschalten, da bin ich eins mit mir. Aus diesem Grund habe ich auch dieses Thema gewählt für meine Ausstellung. Ihre Themen? Meine Themen, finden kann man nicht direkt sagen, aber ich habe, bei mir entsteht das zum Teil überwiegend aus dem Bauch heraus. Auch viel hole ich mir oder hin und wieder Inspiration aus der Natur. Ich gehe gerne fotografieren und da entsteht das ein oder andere Bild und daraus ziehe ich mal wieder die Farben, die ich sehe und so entsteht das. Was treibt Sie an zu malen? Wieder die Farben sind meine Leidenschaft. Vor allen Dingen kräftige, schöne, pastose Acrylfarben. Ich tauche ein in, ich sage jetzt mal, dieses wunderschöne Rot, Kaminrot. Trage es mit der Spachtel oder dem Pinsel auf die Leinwand auf. Mische ein Pink dazu, ein grelles Grün dazu. Und ich vergesse mich im Zeitunraum. Es ist einfach traumhaft schön. Was sind Ihre nächsten Ziele und Pläne? Auf jeden Fall wieder eine Ausstellung in Bingen bei uns im Kunstraum und ist ein etwas anderer Stil als jetzt und auch großformatiger, was ich jetzt male. Habe ich weiterentwickelt in all den Jahren, fortentwickelt würde ich sagen. Ja, und da stehen Ausstellungen an und ich bin auch weiterhin auf der Suche. Haben Sie einen Lehrer oder eine Malbegleitung? Oder einen erfahrenen Maler an Ihrer Seite? Das würde ich, erfahren Lehrer, ich würde das jetzt so nicht nennen, ich würde sagen, ich versuche auf jeden Fall immer Kurse bei ganz bekannten namentlichen Künstlern
Und da mache ich auch im Jahr mindestens 2, 3 verschiedene Kurse und hole mir da wieder Inspirationen und lerne neue Techniken kennen. Und ich bin in einem Verein und da gibt es auch einen sehr guten Vorsitzenden und der gibt auch Seminare und Workshops, sodass ich immer dazu lerne.